Also machen wir das auch mal und unterstellen mal, dass diese 10-10 nicht 10 europäische Staaten sind, sondern dass diese 10 Staaten auch im Nahen Osten zu finden sein müssten. Und dann wäre mir lieb und eigentlich unabdingbar, dass diese 10-10 auch in der Bibel zu finden sein müssen. Ja, die darf man also nicht irgendwo aus der Weltgeschichte da rein basteln, ja, sonst basteln wir ja genauso wie die Rom-Theorie haben, sondern wir wünschen uns, dass das in der Bibel vorkommt, dass diese 10 politischen Kräfte, die wir da haben in Form der 10-10, dass man die auch finden kann in der Bibel. Und das ist auch so, weil in den Evangelien, gib mir das Licht aus, weil in den Evangelien die Rede ist von dem Gebiet der 10 Städte. Oder im Griechischen heißt das Dekapolis. Deka für 10, Polis für Stadt. Denn es gab im ersten Jahrhundert nach Christus im Ostjordanland eine Gegend, in der 10 Städte gewesen sind. Und diese 10 Städte nennt man die Dekapolis-Städte. Eine dieser Städte war Gadara oder Gerasa, wo der Gadarener gewesen ist, ja, der besessen war, der in Höhlen lebte und seine Ketten nachts zerrieben hat. Also das war eine ganz finstere, dunkle Gegend damals. Da gab es Schweinezucht, da gab es Besessenheit. Also das war eine Ecke, wo die Juden überhaupt nicht hinwollten. Ja, Jesus ist da hingegangen und hat auch vom Reich Gottes gepredigt und hat diesen Gadarener da befreit von seinen Dämonen. Und der wurde ein ganz fröhlicher Jünger Jesu, ganz fröhlicher Nachfolger. Also Jesus hat in diese finstere Gegend, hat Jesus Licht gebracht. Ja? Das Land Sebulon und das Land Naphtali haben ein großes Licht gesehen. Ja? Jesus Christus. Gut, also diese Dekapolis ist über Jahrhunderte hinweg immer angesehen worden als römische Siedlungen, dass das die Römer gegründet haben, Tiberius, glaube ich, ja, dass der diese Dekapolis-Städte gegründet hat. Aber da gibt es einen Professor Dr. Wenning an der Uni Münster, ein Archäologe, ich glaube auch ein Theologe, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ein Archäologe, und zwar eine Koryphäe auf seinem Gebiet, und sein Spezialgebiet ist das der Dekapolis. Und den Professor Dr. Wenning habe ich vor vielen Jahren mal angeschrieben und habe dem gesagt, Herr Professor Wenning, ich habe Ihre Arbeit über die Dekapolis gelesen und können Sie mir helfen? Ich bin gerade bei der Auslegung von Daniel. Könnten Sie mir vielleicht helfen dabei? Kann es sein, dass die Dekapolis-Städte Städte sind, die von den Diadochen herrühren und von den Diadochen herkommen? Und dann hat er mir zurückgeschrieben, hallo Herr Klein, das ist ja Basiswissen. Und da war ich natürlich total happy, dass mir der Professor Wenning überhaupt antwortet, ja, weil ich bin ja klein und nicht groß und bin auch niemand, der groß bekannt ist. Aber der Professor Wenning, der also wirklich eine weltweite Koryphäe ist und weltweit auch Vorträge hält über dieses Thema der Dekapolis, der hat mir darauf geantwortet und hat das bestätigt. Er ist eigentlich der Spezialist für die Dekapolis und hat in den 80er Jahren durch archäologische Forschungen festgestellt, dass die Dekapolis-Städte alle von den Diadochen, speziell von den Seleukiden, gegründet worden sind. Ja, ein Teil von Seleukiden und ein Teil von den Ptolemäern. Also die Herrschaftsgebiete wechseln dann auch immer. Mal waren die ptolemäisch und mal waren die seleukidisch, weil der König des Nordens immer gegen den König des Südens gekämpft hat und die Zwischengebiete zwischen ihren Staaten dann natürlich auch unter unterschiedlicher Herrschaft war über die Jahrhunderte hinweg. Ja. Das ist was Hochspannendes. Das heißt also, historisch war es so, dass das Seleukidenreich immer kleiner wurde, sich irgendwann auf das Kernland Syrien reduziert hat, im Jahr 63 vor Christus römische Provinz wurde. Und das allerletzte, was aus dieser großen politischen Macht, aus diesem Großreich, dem seleukidischen Großreich übrig geblieben ist, ist die Dekapolis, sind die Dekapolis-Städte. Die Dekapolis-Städte waren so eine Art NATO. Das waren Siedlungen, die waren mit Stadtmauern umgeben, 10 Städte. Dazwischen war Räuberland, ja, und die haben so ein Verteidigungsbündnis geschlossen miteinander und haben gesagt, wenn eine von uns angegriffen wird, dann helfen die 9 anderen der Stadt, sodass wir unsere Vormachtstellung in so unsicheren Zeiten wie jetzt behalten können. Die Dekapolis, die ist so im ersten Jahrhundert nach Christus, hat die existiert. Irgendwann verliert sich deren Spur auch im Nebel der Geschichte, die haben sich irgendwann aufgelöst, dieser Städtebund. Und dann ist es im Lauf der Geschichte einfach untergegangen. Aber, und das ist das Wichtige dabei, die Dekapolis wird in den Evangelien 3-mal erwähnt.
ich müsste jetzt gucken, ich glaube Matthäus 5, Markus 5 und nochmal irgendwo. Ich will jetzt da nichts Falsches sagen. Ich habe ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ich habe das alles explizit da aufgelistet. Auf jeden Fall hat der Professor Wenning mir darauf geantwortet und ich war natürlich hoch erfreut darüber, dass so ein Mann mir da antwortet und mir Hilfestellung gibt. Dann habe ich ihn direkt nochmal angeschrieben und habe gesagt, könnten Sie mir helfen, diese Städte irgendwie zuzuordnen, ja? Und er hat mir dann wieder geholfen, dann diese Städte auch zu identifizieren, weil es da gibt es unterschiedliche Listen mit unterschiedlichen Autoren aus der Antike. Und dann hat er mir geholfen, eine Karte zu machen. Die habe ich in einem katholischen kartografischen Institut in Linz, habe ich den Auftrag gegeben. Die ist auch in meinem Buch drin. Sodass die Karte, die ich da über die Decapolis gezeichnet habe, also mit Fug und Recht sagen darf, die ist von der Koryphäe der Decapolis selber betreut worden. Ich habe dem Professor Wenning dann auch gedankt. Habe dem auch ein Buch geschrieben, habe gesagt, das war ganz wertvoll und sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mir so helfen. Übrigens ein Katholik, kein Evangelischer, kein Evangelikaler. Ja, aus der evangelikalen Seite kriege ich da eine Menge Widerstand, aber dieser Professor Dr. Wenning, der war sowas von nett und sowas von freundlich und konstruktiv, also es war herzerfrischend. Ja. Ich war drauf und dran und habe gedacht, ich werde noch katholisch, ja, weil er so nett war. Spaß beiseite, aber fand ich ganz toll und hat der Sache sehr, sehr gut getan. Weil ich natürlich das, was ich hier behaupte, auch wissenschaftlich absichern muss. Ja? Weil das ja 99,99% anders sehen. Und wie schon gesagt, habe ich nicht vor, mich vom Schlachtfeld da zu entfernen mit einem blauen Auge und einer laufenden Nase, blutigen Nase, weil ich da Blödsinn geschrieben hätte oder weil die Dinge nicht haltbar sind. Das darf man da nicht tun, auch aus Respekt und vor allem aus Respekt vor Gottes Wort. Okay, das würde bedeuten, dass das Letzte, was übrig geblieben ist, aus dem großen Seleukidenreich, die Decapolis ist. Dann könnte man also die 10 Zehen, von denen man ja nur vermutet und spekuliert, dass das 10 europäische Staaten sind, die 2.500 Kilometer zu weit westlich liegen, die könnte man dann auch zurückverschieben in den Nahen Osten. Und dann wären auch die 10 in einer Linie mit dem Torso. Ja, dann hätte man also schon den Kopf, dann hätte man die Brust, den Bauch, man hätte die Schenkel und man hätte die Zehen. Aber jetzt fehlen noch die Füße. Wer sind die beiden Füße? Die beiden Füße und die Zehen übrigens auch, müssten als politische Kraft vorhanden sein, wenn Jesus Christus wiederkommt. Denn die Bibel sagt, dass ein Stein von einem Gebirge herabgerissen wurde ohne Hände und das Standbild an seine Füße schlägt und das Standbild zertrümmert und pulverisiert und dass dieser Stein, in Klammern Jesus Christus, ein Stein wird, ein Fels wird, der die ganze Erde füllt. Ja, das ist Jesu Christi weltweites Friedensreich, was er aufrichten wird. Ja. Weshalb er eigentlich kam damals, aber weil sie ihn verworfen haben und gekreuzigt haben, ist die ganze Geschichte ja anders verlaufen. Ja. Und diese Reichsaufrichtung Jesu Christi, die steht noch aus. Und Daniel sagt direkt in Daniel 2, dass dieser Stein kommen wird vom Himmel herab und dass der die Füße des Standbildes oder das Standbild an seine Füße schlägt. Aber Jesus Christus ist noch nicht wiedergekommen. Ja. Er ist zum ersten Mal gekommen vor 2000 Jahren, aber da hat er die weltlichen Reiche nicht zerstört. Auch das Römische Reich hat er nicht zerstört. Ja? Und die Diadochenreiche und Babylonischen Reiche und Ägyptischen Reiche auch nicht. Ja? Das wird kommen, wenn er zum zweiten Mal kommt. Und beim zweiten Mal wird er dann sein weltweites Friedensreich aufrichten. Das bedeutet aber, dass zwischen den eisernen Schenkeln und den beiden Füßen ein zeitlicher Sprung ist. Denn die eisernen Schenkel waren ja die antiken Diadochen. Die sind längst vorbei, das ist über 2000 Jahre her. Aber Christi Wiederkunft steht noch aus. Das heißt also, dass wir zwischen den Schenkeln und den beiden Füßen einen Zeitsprung haben. Und dasselbe zeigen uns auch die 70-Jahr-Wochen. Da will ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, weil das sehr kompliziert ist. Da habe ich auch Videos drüber gemacht, aber das kann man in Daniel 9 dann auch sehen, dass die 70. Jahrwoche, die letzte Jahrwoche, die letzten 7 Jahre, abgekoppelt sind von den ersten 69 Wochen. Und dass da eine lange Zeitspanne zwischenliegt. Christi Reich erleidet Aufschub, ja, weil die Juden ihn gekreuzigt haben und weil das Evangelium kommen sollte. Ja, und weil die Gemeinde Jesu kommen sollte und weil das Evangelium in die ganze Welt gehen sollte und überall Menschen aus allen Völkern zum Glauben an Jesus Christus kommen durften. Ja. Deswegen hat das Aufschub erlitten, muss man fast sagen. Damit hätten wir dann aber die Frage auch, wer sind denn die beiden Füße?
Denn die beiden Füße stellen ja auch politische Mächte dar, so wie die vorigen schon, die im Standbild genannt waren, eine Abfolge der politischen Reiche zeigen. Ja, da kam Babylon, da kam Medo-Persien, da kam Griechenland, da kamen die Seleukiden oder dann kamen die Diadochen. Und dann in der Endzeit, wenn Jesus Christus wiederkommt, müssen diese beiden Weltreiche herrschen oder diese beiden kleinen Reiche sind das ja nur noch. Ja, es sind dann keine großen mächtigen Oberschenkel mehr, sondern nur kleine Füße, kleiner und schwächer, Syrien und Ägypten, Regionalmächte. Warum kommen die in der Endzeit? Weil in Daniel 11, wo diese Prophetie stringent auch fortgeführt wird, für die letzte Zeit wieder von einem König des Südens und einem König des Nordens gesprochen wird, die gegeneinander kämpfen. Und diese beiden, die sind die beiden Füße. Einer davon ist ein kleines Horn. Der Antichrist ist am Anfang klein und schwach, ja, genauso klein und schwach wie Ägypten, zwei Füße. Die werden wieder da sein, die werden gegeneinander kämpfen. Und um die Prophetie Daniels in Erfüllung zu bringen, brauchen wir natürlich den König des Nordens und den König des Südens, also Syrien und Ägypten. Und beide Staaten existieren seit gut 70 Jahren. Die sind ungefähr genauso alt wie Israel. Ja, also in ihrer heutigen Form, in ihrer heutigen politischen Ausprägung sind die ziemlich genauso alt wie Israel auch. Das heißt, dass wir die Strukturen, die wir in Daniel, die politischen Strukturen, die wir in Daniel vorgezeichnet finden, seit gut 70 Jahren wieder haben und dass die einfach nur darauf warten, loszulaufen. Das würde aber bedeuten, dass wir Endzeit haben. Und das denke ich, das ist auch so. Ja? Das wartet schon seit über 70 Jahren darauf, dass es anfängt. Wann das kommt, weiß niemand. Ja? Dass das irgendwann ansteht und dass das drängend wird, ja, das glaube ich, das spürt man eigentlich auch schon. Aber dann haben wir praktisch die Abfolge vom Haupt über die Brust, über den Bauch, über die Schenkel bis zu den Zehen, alles untereinander, inklusive der Füße. Ja. Denn wie gesagt, bei den Füßen ist bei der Rom-Theorie überhaupt nicht klar, wer die beiden Füße sind. Können die nicht erklären. Die können zwar behaupten, ja, dass das zwei eiserne Beine wären, Ost- und Westrom, dass das Römische Reich in der Endzeit wieder aufkommt und in Form von 10 europäischen Staaten dann irgendwann wieder existieren würde. Aber die ganze Sache ist im Ansatz schon nicht rund, ja, weil das ja alles in Europa spielt und nicht im Vorderen Orient, da wo es hingehört, da wo das Standbild steht. Dann bleibt aber noch eine Frage, und zwar, was ist denn der Ton? Denn wir haben im Standbild ja die Füße und die Zehen und die bestehen aus Eisen mit Ton gemengt, mit Ton vermischt, wieder natürlich mit Ton vermischt. Und die Vertreter der Rom-Theorie, die sagen immer, ja gut, das wieder aufstehende Römische Reich, das ist in sich moralisch schwach, das ist militärisch zwar stark, aber moralisch schwach und deswegen, dafür steht der Ton. Aber Daniel sagt, dass sie sich nach Menschengeblüt miteinander vermischen. Ja? Dass also Menschenmengen sich untereinander vermischen. Das heißt also, dass das Eisen eine bestimmte ethnische oder politische Kraft ist, ein bestimmtes Volk, und dass auch der Ton ein bestimmtes Volk ist, eine bestimmte politische Kraft, ja? Bestimmte Völkerschaft, wenn man so will. Aber wer ist der Ton? Und wenn man sich dann zurücklehnt und mal guckt, welche Materialien haben wir denn hier, dann haben wir Gold, Silber, Bronze, Eisen, das sind die Metalle. Aber wir haben noch mehr. Wir haben den Ton und wir haben einen Felsen und wir haben ein Gebirge oder einen Berg. Ja? Ton, Felsen und Gebirge sind natürliche Materialien, während die Metalle künstliche Materialien sind. Der Fels, haben wir eben gesagt, das ist ein Bild für Christus. Und der Berg, von dem der Fels herabgerissen wird, ohne Hände, ohne menschliches Zutun, ja, das ist ein Bild für Gottes Reich. Und der Ton ist ein Bild für Israel, sein Volk. Christus, der Fels, der ist stark, der ist nicht einfach formbar. Ja? Wer auf ihn fällt, der wird zerschmettert. Und auf wen der Felsen fällt, der wird auch zerschmettert. Christus ist der Fels. Da unbestechlich, geradlinig, ja, hat der Gottes Reich und Gottes Wahrheit verkündigt in großer Kraft während der Zeit seines Fleisches, ja, als er im Fleisch gewesen ist. Den konnte man nicht einfach so formen und umbiegen, ja, Kompromisse einzugehen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten seiner Zeit. Er war der Fels und er ist es immer noch.
Und Gottes Reich ist ein Gebirge, ja, mächtig, kräftig, ewig. Aber sein Volk Israel ist weich, formbar, nachgiebig. Eigentlich steht dort im, ich glaube auch Aramäischen, sowas wie Schmutz oder Dreck, Erdreich. Ja, also was minderwertiges Erdreich, ja, so könnte man es vielleicht übersetzen. Weil das Volk Israel vom auseinanderbricht, der moderne Staat Israel auseinanderbricht und der Norden vollkommen gottlos ist, vollkommen unmoralisch und dekadent und in einen Bund geht mit Syrien und zwar in einem syro-ephraimitischen Bund, so wie wir den aus Jesaja 7 schon kennen. Wenn aber Ephraim mit Syrien im Bund ist, dann ist ja Ton mit Eisen vermischt. Denn Syrien kommt von den Seleukiden und ist damit von den Diadochen. Und die vier Diadochen waren ja die eisernen Schenkel. Syrien ist eisern und Ephraim ist aus Ton. Wenn Ephraim mit Syrien im Bund ist, in diesem syro-ephraimitischen Krieg, dann haben wir einen Bund zwischen Eisen und Ton. Dann ist Eisen mit Ton vermischt. Und deswegen vermischen sie sich nach Menschen geblüht. Aber sie halten nicht aneinander. Ja? Weil wenn Jesus Christus wiederkommt, dann wird er sein Volk wieder zu sich holen. Dann wird er das Reich des Antichristen zerstören. Eisen, Bronze, Silber und Gold wird komplett zerstört und pulverisiert werden. Aber Jesus Christus wird sein Volk oder das, was übrig ist dann von seinem Volk, wenn Israel wieder sein Volk ist, zu sich nehmen. Und deswegen sagt die Bibel, dass sie nach Menschen geblüht untereinander vermischt sind, aber dass Eisen und Ton nicht aneinander halten werden. Ja, das ist der Grund dafür. Jetzt haben wir alles untereinander. Jetzt haben wir den Kopf und die Schultern mit den beiden Armen und den Bauch und die Schenkel und die Füße und die Zehen. Alles steht untereinander. Und wir wissen, was der Ton bedeutet im Standbild. Ja, denn das bekommt ihr eigentlich auch nirgends erklärt. Zumindest habe ich es nirgendwo gefunden. Jetzt wäre das Standbild komplett. Ja. So ist meine Sicht da der Dinge. Und dann fügt sich plötzlich das alles in eine Linie ein, denn dieser syro-ephraimitische Bund, dieses Vermischtsein zwischen Eisen und Ton, was uns das Standbild für die Endzeit zeigt, das sehen wir ja schon 800 Jahre vor, also 800 Jahre vor Christus in Jesaja 7, in viel älteren Texten. Ja. Und so sagt der Engel auch mal in Daniel 10, der zu Daniel kommt, der sagt zu ihm, ich bin gekommen, um dir zu zeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Und zwar in dem Buch der Wahrheit. Das Buch der Wahrheit ist die Bibel. Also das, was zur Zeit Daniels schon Bibel war, zum Beispiel Jeremia. Daniel hat ja im Propheten Jeremia gelesen und auch Jesaja. Das heißt, der Engel kommt in Daniel 10 zu Daniel und will ihm zeigen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht. Ja? Das ist was Großes. Und wir können das auch sehen. Wir gehen nicht in die Geschichte und portieren da so ein römisches Reich in diese Daniels-Geschichte rein oder in die Prophetie-Geschichte Gottes, sondern wir ziehen die Linien zurück bis zu Jesaja und bis ins Richterbuch und bis in 5. Mose, bis in Jeremia, bis in alte Texte aus der Bibel und sehen, das ist eine Linie von den alten Texten der Bibel über Daniel, über die Endzeitreden Jesu bis in die Offenbarung. Das ist alles eine Linie. Ja? Darauf kommt es mir eigentlich an. Damit hätten wir jetzt praktisch eine runde Geschichte, wie ich meine. Ja? Und das, wenn euch das mehr interessiert, dann müsst ihr die Videos anschauen. Da kann man das am Text sehen. Da habe ich dann auch den Text rausfotografiert aus meiner Bibel und habe die Bibelstellen auch vorgelesen, damit man das an der Bibel auch sehen kann. Und dann kann man das auch so nachvollziehen, dass auch Leute, die sich professionell mit dem Thema beschäftigen, das nachvollziehen können. Und ich glaube, dass diese Sichtweise sehr belastbar ist, ja? Dass die viel belastbarer ist als diese Rom-Theorie, die damit eigentlich hinfällig ist. Das würde aber bedeuten, dass viele Theologen, die Bücher darüber geschrieben haben und Filme gemacht haben und darüber gepredigt haben, dass die sich alle korrigieren müssten. Und deswegen fällt das den Theologen sehr schwer, das zuzugeben, vor allem wenn die schon eher so im Herbst ihrer Karriere sind, ja, weil die nämlich Angst haben, dass sie ihre ganzen Bücher zurückziehen müssen und vor allem, dass sie zugeben müssen, dass sie sich jahrzehntelang geirrt haben. Da geht es denen so ein bisschen wie dem Nikodemus, ja. Der hat auch eine Zeit lang gebraucht, bis er das verstanden hat. Die Zeit sei ihnen gegönnt, ja. Aber ich fände es schon schön und ich fände es auch vor allem auch aufrichtig, wenn der ein oder andere
Und da gibt es einige, die anfangen, danach zu denken, die auch Kontakt schon mit mir aufgenommen haben, aber deren Namen möchte ich nicht nennen, weil die sollen sich selber dazu committen, wenn sie meinen, dass es Zeit ist. Ja. Die anderen mühen sich noch, da gibt es so einige aus der Schweiz auch, ja, nicht nur einen, sondern mehrere, die dann immer wieder auch sagen, oh, das ist aber alles falsch, was du schreibst, und dann große Pamphlete mir auch schreiben, wo auch Mailverkehr hin und her geht. Aber das ist relativ hilflos, weil die eigentlich wissen, dass das, was ich geschrieben habe, richtig ist. Und es gibt so einige, die mir das auch schon bestätigt haben. Aber das ist nicht so wichtig, ob mir das jemand bestätigt, sondern wichtig ist, ob das in der Bibel steht. Ja? Und wenn ihr den Leuten glaubt, in den Pastoren, in den Predigern, selbst wenn die mir in Anführungsstrichen recht geben würden, folgt ihr doch ja immer wieder nur Menschen nach. Nehmt euch eure Bibel und lest die Bibel. Ja? Das ist wichtig in so Zeiten wie jetzt. Nicht zu viel im Internet gucken. Die Informationen, die überschlagen sich auch nochmal. Ja? Aber nehmt euch die Bibel, sondern nehmt euch die Zeit. Das erbaut eure Seele, das macht euch froh, das gibt euch Trost, es gibt euch Zuversicht, es gibt euch Hoffnung, es gibt euch Perspektive in so, fast hätte ich jetzt gesagt, in so beschissenen Zeiten wie jetzt, aber das darf man ja nicht sagen, ja. Aber in so beschissenen Zeiten wie jetzt gibt euch das Hoffnung und Perspektive, ja. Und das kommt aus dem Wort Gottes, das ist nicht irgendwie ein schwacher Trost, das ist Gottes ewiges Wort, ja. Da baut unsere ganze westliche Gesellschaft seit 2000 Jahren drauf auf und daran halten wir uns, ja. Denn darauf baut auch Jesus Christus und Gott selber auf. Nämlich unser Leben in Christus, das am Wort orientiert ist. So, jetzt schließe ich aber wirklich, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis dahin.